Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial, wie man die Minimap in Minecraft plus Optifine verwenden kann. Es ging ja eine große Zeit lang nicht, jetzt geht es wieder und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Dateien herunterladet, richtig einfügt und das Ganze richtig zum Laufen bringt. Zunächst haben wir erstmal ein paar Links. Alle Links stehen natürlich in der Videobeschreibung und sind mit Nummern versehen, so dass ihr Stück für Stück mitmachen könnt, das Video immer wieder pausieren könnt und alles der Reihe nach runterladen könnt. Und zwar öffnen wir einfach mal den Browser und haben wir die Fabric vom Fabric Launcher hier, die Fabric ASIEPL. Und da müssen wir als allererstes Vanilla auswählen. Ganz wichtig, Vanilla auswählen, dann die Installer-Version. Ich würde an eurer Stelle immer die aktuellste nehmen. Und ganz wichtig, ihr müsst dann auf Download Installer klicken. Und zwar da, wo die Jar dahinter steht. Das ist ganz wichtig. Dann der zweite Link ist die API. Da öffnet ihr diesen Link und klickt auf Herunterladen. Wenn ihr hier draufklickt, werdet ihr zu einer Seite weitergeleitet und der Download beginnt automatisch. Und da kann man die Datei abspeichern. Wenn das nicht so einfach funktioniert und der Download startet nicht, da kann man einfach hier klicken und da öffnet sich auch dieses Fenster. Nicht nochmal hier oben drauf klicken, das braucht man nicht unbedingt. Der Download startet automatisch und dann muss man natürlich hier auf Datei speichern gehen oder wenn es nicht automatisch startet, einfach auf das hier klicken. So, der nächste Link ist die Voxel Map für die 1.14 und zwar hier für die 1.14.3. Ich sag's wieder nochmal, es ist für die 1.14.3. Da klickt man auch wieder hier auf Herunterladen und der Download beginnt in wenigen Sekunden. Wenn das nicht funktioniert, dann einfach wieder auf dieses hier klicken und dann die Datei abspeichern. Dann haben wir den vierten Link. Den braucht man, um das beides zu kombinieren. Und da klickt man wieder auf Herunterladen, wieder dasselbe Spiel. Und speichert die Datei ab. Wenn es nicht funktioniert, wieder auf hier klicken. So, dann geht man noch auf optifine.net/download und holt sich die letzte Version von Optifine. Aktuell ist die letzte Version die Vollversion von der 1.14.3 High Definition Ultra Version F1. Da klickt man einfach hier auf Download, da kommt man auf die Adfly-Seite, da wartet man einfach ein paar Sekunden, nichts anklicken, sondern holt ihr euch böse Sachen oder auch nicht und klickt ihr auf Werbung überspringen. Und dann wartet man ein bisschen, bis sich das alles aufgebaut hat hier. Nicht, dass man falsch draufklickt. Und klickt einfach hier drauf. Und dann hat man auch die Datei speichern. So, jetzt kommt hier irgendwelchen Mist. Genau. Klickt ihr einfach hier drauf, Datei speichern. Und habt das dann gespeichert. Wenn ihr das alles gespeichert habt, da landet das wahrscheinlich in euren Download-Ordner. Da könnt ihr das erstmal alles rausziehen und euren Punkt Minecraft-Ordner öffnen. Diesen öffnet ihr ganz einfach und zwar gebt ihr unten ein Prozent, Updata Prozent, klickt ihr auf Weiter oder da drauf und da öffnet ihr einen Punkt Minecraft-Ordner, wenn ihr hier Doppelklick drauf macht. Und dann müsstet ihr im Mods-Ordner diese Sachen hier drin haben. Das sind diese fünf Downloads, die wir gerade getätigt haben. Und diese fünf Downloads, ich schließe mal kurz den Browser, habt ihr dann hier offen.
Als nächstes. Also ihr habt bisher die nur hier reingezogen. Weiter habt ihr bisher nichts gemacht. Habt ihr hier den Fabric-Installer. Da macht ihr Doppelklick drauf. Wenn ihr da Doppelklick drauf macht, da kommt dieses Fenster. Und bei diesem Fenster müsst ihr hier oben Client stehen haben. Nicht Server, sondern Client. Das ist ganz wichtig. Und dann klickt ihr einfach auf Install. Einfach draufklicken. Da steht dann Done hier oben drüber. Und wenn das fertig ist, einfach zumachen. Einfach zumachen. Und da hat man das dann schon gelöst. So, bevor man das natürlich alles tätigt, sollte man Minecraft geschlossen haben. Also Minecraft muss in den kompletten Zyklus geschlossen sein. Ich habe es jetzt schon gemacht. Und davor sollte man auch die 1.14.3 in Vanilla schon einmal gestartet haben. Und wenn man dann den Launcher nach dem Ganzen wieder startet, müsste dann unten die Version dastehen. Wenn sie nicht da steht, dann einfach hier auf den Pfeil klicken und hier die richtige Version auswählen. Einfach draufklicken und dann auf Spielen gehen. So, dauert jetzt einen kleinen Moment. So, und dann sind wir im Spiel drin. Und ganz wichtig ist jetzt zu beachten, hier unten muss Optifine 1.14.3 und dann die Version eben stehen und unten dann Minecraft 1.14.3 Fabric. Das ist ganz wichtig und da könnt ihr einfach hier meine Welt betreten, betret gerade meinen Server und könnt hier wunderschön den Shader genießen. Könnt wunderschön den Shader genießen und habt auch eine Minimap. Die habe ich aktuell ausgeschalten, aber hier, wenn ihr M drückt, habt ihr die Minimap und ihr könnt sie auch über die Option einschalten. Beziehungsweise sie ist generell eingeschaltet, aber ich habe sie mal ausgeschaltet, weil ich sie mal nicht gebraucht hatte. Ja, das war das Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn es euch was gebracht hat, beziehungsweise wenn es nicht funktioniert hat, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Ich helfe euch da gerne. Übrigens, wer den Shader wissen möchte, den ich so drin habe, den habe ich mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Cedric.